Ja, hallo, grüßt euch. Ich hoffe, das mit den Schuhen geht okay. Ich muss den mal ein bisschen lauter stellen. Sekunde mal, also jetzt. Ja, was für ein hanebüchener Unsinn. Gerade eben schrieb mir jemand, was er noch schreiben wollte. Wenn er sterben würde, dann wäre ja sein Ich ja auch weg. Aber wenn er Jesus Christus angenommen hat, ja, dann lebt der Jesus Christus in ihm weiter. Sorry, ich habe für sowas einfach kein Verständnis mehr, aber ich möchte euch sagen, wo hier das Problem liegt. Es liegt wirklich in eurer Identität und ihr braucht die dringend. Ihr müsst sie haben. Und jeder, der weiß, dass er das eigene weiße Licht seines eigenen Denkens ist, weiß auch, dass er sämtliche Schwierigkeiten, Problematiken, also alles, was ihm den Blick verstellt, sofort auflöst. Irgendwie ist mir vorhin ein Buch in die Hände gefallen und irgendwie hat uns Dalí wahrscheinlich auch für Jahre vorgeahnt. Das ist sozusagen die Geburt des neuen Menschen. Guck mal. Ein geopolitisches Kind beobachtet die Geburt des neuen Menschen. Das sind wir. Wir sprengen uns nämlich ein wenig aus unserer Welt und das müssen wir auch, weil sie einfach ein bisschen zu belastet ist. Die Wissenschaft prügelt sich gerade darum. Sie hat was entdeckt, was man Supraflüssigkeit nennt. Das stimmt tatsächlich, das gibt es tatsächlich. Das ist so eine Art Gewebe, in dem wir alle leben. Wir alle. Und jeder lebt und nimmt sich seinen Raum. Wir sind dabei, unseren kristallaren Raum wieder zu erschließen oder besser gesagt einen Zugang dazu zu graben. Der kristallare Raum ist nichts anderes als ein sehr befreiter Raum, in dem es keine Tücken, Heimtücken, Probleme, irgendwelche Katastrophen und was weiß ich was alles geben könnte. Das gibt es nicht. Dazu ist es nicht nur der kristallare Raum, es ist auch der kristallklare Raum. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass er wirklich von allen Blockaden und allem, was er so keucht und fleucht, einfach befreit ist. Das geht so weit, dass wenn wir 3 Millionen Lichtkilometer voneinander entfernt wären, ich den absoluter Zimmerlautstärke etwas sagen könnte und es käme problemlos bei dir an. Es gibt einfach keine Störfunktion dazwischen. Aber na gut, das ist jetzt ein wirklich sehr, sehr hohes Bewusstsein, aber ich will versuchen, dir zu sagen, was es mit einem kristallklaren Raum auf sich hat. Und dass du gerade dabei bist, indem du immer wieder sagst, ich bin das weiße Licht meines eigenen Denkens, du nichts weiter tust, als dir sozusagen einen Tunnel zu graben, um wieder in dein kristallklares Bewusstsein, sprich in deinen kristallaren Raum zu kommen, wo du natürlich du selbst bist und ganz frank und frei von allen Belastungen sozusagen wieder aufatmen kannst. Alles erleben kannst, was du gerne erleben möchtest, aber das wäre absolut, absolut störungsfrei. Und das ist ja auch das, was wir unbedingt brauchen. Und darum brauchen wir auch unser Tunnelsystem. Denn wir leben nun nicht nur auf der Supraflüssigkeit oder auf der Oberflächenspannung, wir leben auch praktisch mittendrin. Und jetzt graben wir sozusagen immer, wir sind immer dabei, einen Tunnel auszuweiten, um wieder zu unserem eigenen klaren Bewusstsein zu gelangen. Das kann man sich wirklich vorstellen, dass jeder da mit seinem Ich, mit seinem Licht wieder sein freies Bewusstsein bekommt und das automatisch in den Tunnel sag mal, ausgräbt, wo er dann anschließend praktisch durch sein wieder in sein eigenes Bewusstsein, in sein eigenes kristallklares Bewusstsein kommt. Die Wissenschaftler sprechen von einem Wurmloch. Vielleicht, weil sie noch das Bewusstsein von kleinen Würmern haben. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich hab den Begriff Wurmloch nicht geprägt. Es ist kein Wurmloch, es ist ein Tunnel. Wir kennen aus den religiösen Schriften den Satz, der Weg ist breit, aber die Pforte ist schmal. Das liegt einfach daran, dass es allgemeine Richtungsweiser geben kann. Allgemeine Richtungsweiser heißt, dass man in ungefähr die Richtung kennt. Aber dass man stets nur den eigenen Weg geht. Er ist wirklich sehr schmal. Da passt du gerade durch und kein anderer. Du ziehst da keinen Rattenschwanz, sondern von anderen hinter dir her. Denn der Weg, den du gehst, ist wirklich ganz einfach deiner.
Es kann kein breiter Weg sein, weil nur du darauf passt, denn alle anderen haben andere Ansichten, andere Individuen, eigene Vorlieben, eigene Vorstellungen. Das würde, wenn alle da aber im relativ engen Raum wären, würde es zu einem gewaltigen Gezänk ausarten, weil jeder was anderes richtig findet. Das ist ja auch vollkommen richtig, dass jeder was anderes richtig findet, aber er kann es bitte in seinem Kinderzimmer ausprobieren und nicht etwa in dem Zimmer der anderen. Und darum sagte ich, du eröffnest dir gerade den Weg zu deinem kristallaren Raum. Es ist dein Raum. So wie jeder von uns, praktisch 7 Milliarden Menschen, einen Raum haben, den sie mit allen möglichen Vorlieben, Vorstellungen, Ideen, Fantasien, und so weiter bevölkert haben. Was ihnen daran nicht mehr passt, sollte man ausscheiden. Das heißt, das sollte man einfach nur wegschneiden, abtrennen. Man braucht es nicht mehr. Wie schon gesagt, Kinderschuhe, die dir gepasst haben, als du 5 Jahre alt warst, passen dir heute wahrscheinlich nicht mehr. Und es wäre auch ziemlich unsinnig, wenn es so wäre. Und das ist der Grund, weshalb ich sage, dass du immer wieder dich daran erinnern musst, dass du das weiße Licht deines eigenen Daseins bist. Ich bedarf dich daran erinnern, wenn jemand immer noch da mit seinem Jesus Christus ankommt, ich möchte dir etwas sagen. Wenn Jesus Christus es ganz begriffen hätte, dann hätte er am Kreuz nicht nach seinem Vater geschrien. Dann hätte er nach sich selbst gerufen. Aber dann, wenn er das schon vorher getan hätte, wäre er niemals auf den Gedanken gekommen, sich selbst kreuzigen zu lassen. In irgendeiner Weise muss das was mit einer ganzen, muss das mit einer ganzen Massenbewegung zu tun gehabt haben. Nun, ich bin nicht der Vorsteher einer Massenbewegung. Ganz im Gegenteil. Sondern ich sage hier etwas, was sehr klar auf der Hand liegt. Jeder muss in irgendeiner Weise wieder seinen eigenen Weg in sein eigenes klares Bewusstsein bekommen. Das so klar ist, dass es keine Störfunktion mehr dazwischen geben kann. Und das kann so schwer nicht zu begreifen sein. Wenn es Menschen noch so schwer fällt, dann kann ich Ihnen nur eines sagen. Gerade eben habe ich dieses Bild von Dalí gezeigt, wo ein geopolitisches Kind die Geburt eines neuen Menschen beobachtet und dabei die ganze Welt sprengt. In gewisser Weise sind wir in einer ganz ähnlichen Situation. Ich sagte vor ein paar Tagen hier, 2023, zack, mal schlüpft's aus dem Ei. Also damit meinte ich mich. Aber es ist eigentlich bei jedem Menschen das Gleiche. Oder bei vielen Menschen das Gleiche. 2023. Die ersten Menschen schlüpfen aus dem Ei. Das heißt, sie bekommen ein neues Bewusstsein. Ein Bewusstsein, was sich sehr von dem verabschiedet, von dem, was wir früher einmal für ein Bewusstsein hatten. Nun gibt es Menschen, die dieses Bewusstsein aber nicht verabschieden wollen. Sie wollen lieber dabei bleiben. Das ist deren Sache. Ich hoffe nur, dass Ihnen klar ist, was Sie genau für einen Weg gehen. Und ich denke, das kannst du dir leicht und sehr gut vorstellen. Du weißt doch, was ein Auto ist, und du weißt, was passiert, wenn ein Auto stecken bleibt, im Schlamm beispielsweise. Und du weißt auch, was durchdrehende Autos sind. Kannst du dir das auch vorstellen? Reifen, die im Schlamm durchdrehen, obwohl man sie da irgendwie rauskriegen will. Du weißt auch, was passiert, wenn man sehr tief irgendwo versteckt. Du weißt auch, dass man in dem Moment jemanden braucht, der einem sozusagen eine Art Planke unter die Reifen legt. Bretter oder Plane oder was auch immer, damit die Reifen wieder Halt finden, damit, wenn sie wieder Gas geben, nicht durchdrehen, sondern diesmal aus dem Tunnel da rauskommen oder aus diesem festgefahrenen Schlamm wieder rauskommen. Das kannst du dir auch vorstellen. Was passiert aber, wenn man so tief eingegraben ist, dass der Neigungswinkel so steil ist, dass das Auto, selbst wenn man ihm eine Leitplanke da unter die Reifen schieben würde, dass du mit aller Gewalt sich da raushieven könnte. Was passiert, wenn wir nun versuchen, den Neigungswinkel etwas flacher zu gestalten, wenn er nicht mehr so ganz steil wäre, sondern wenn wir versuchen, den Grund etwas planer, etwas egaler zu machen, indem wir die Schwierigkeiten, all das, was wir jemals hatten, die ganzen Belastungen, indem wir sie auflösen, damit der Platz, dem der Reif, die Reifen und die Autos, in dem der Platz, wo das Auto stecken geblieben, wieder plan wird. Ob wir wohl eine größere Chance hätten, den Wagen rauszubekommen aus dem Schlamm,
wenn wir Sahnen hätten, die wir unter die Reifen legen können und dabei erstmal dafür gesorgt haben, dass der Neigungswinkel nicht mehr so steil ist, sondern etwas flacher wird, sodass das Auto mühelos rausfahren kann. Kannst du dir das auch vorstellen? Dann kannst du dir in etwa vorstellen, was du in deinem Leben hier zu tun hast. Sämtliche Belastungen müssen aufgelöst werden. Alle. Ich lebe hier in einer Stadt, die 180 oder 182 verschiedene Nationen beherbergt. 182. Und die meistens aus Ländern kommen, wo das traditionelle Denken wirklich einen wichtigen Teil ihres Lebens einnimmt. Wobei meistens ein Teil der Familie so geschasst wird, weil sie angeblich für die Familienehre zu sorgen haben. Wir haben von den Morden gehört, die heimtückisch waren und dann aber ausgeübt worden sind, um die Familienehre herzustellen und ähnliches. Die alle kommen aus Großstädten in unserem Land, in ganz Europa, und wir alle müssen sie in irgendeiner Weise wieder ein. Aber das können wir nicht. Wir können nicht 102 oder 187 Nationen wieder ein und für eine einzige Idee begeistern. Darum liegt auch der Quatsch mit Europa so auf der Hand. Was wir versuchen oder was wir versuchten, ist, wir haben etwas vorgezogen, was noch gar nicht dran war. Das ist ähnlich mit unserer technischen Entwicklung vergleichbar. Wir haben eine Technik, wir haben eine Kommunikation, Evolution bis zum Geht-nicht-was, die aber unseren intellektuellen Fähigkeiten weit voraus ist. Ich meine, es wundert uns überhaupt nicht, dass wir ein Handy haben und wir einfach nur auf den Knopf drücken müssen und dann meldet sich irgendwo aus dem Buchdu jemand und wir, hi, wie geht's denn so? Das wundert uns überhaupt nicht. Aber wenn jemand sagt, er hat telepathische Fähigkeiten, wird er als esoterischer Spinner verlacht. Wenn jemand sagt, ich kann Gedanken von anderen Menschen durchaus aufnehmen, ich kann sie empfangen, ich kann sie irgendwie hören, esoterisches Gefasel. Aber wir alle haben ein Radio. Und wir haben einfach den Sprung nicht hinbekommen. Wir haben den Sprung in das Bewusstsein nicht geschafft, obwohl das hätten wir längst haben müssen. Und aus diesem Grunde melde ich mich hier auch so häufig zu Wort. Und ich sage dir, wir haben noch genau bis März Zeit. Bis kommenden März. Wir haben jetzt, also morgen beginnt der Oktober. 2023, die ersten Menschen schlüpfen aus dem Ei. Das heißt, sie kommen in ein neues Bewusstsein. In ein Bewusstsein, dass sie genau begreifen, dass sie für die eigene Freiheit und für die eigene Reinigung selbst verantwortlich sind. Wenn jemand dann schreibt, relativ verzweifelt, ja wieso, wenn ich sterbe, dann gibt es mich ja nicht mehr, aber wenn Jesus in mir lebt, ja dann habe ich ein Bewusstsein. Nee, er ist ein Volltüffel. Denn er hat nicht begriffen, dass er das eigene Ich-Bewusstsein sein muss, denn dafür lebt er ja hier. Und ich denke, er lebt auch in einer Zeit, wo er das durchaus begreifen kann. Dafür leben wir im Jahre 2023 und nicht mehr im Jahre 1400 und. So, was haben wir sonst noch? Ja. Es entsteht unsere Wegweiser. Aber die Wegweiser, denen begegnen wir nur, weil wir die Entscheidung dafür getroffen haben. Ich meine, verschiedene Menschen hören so ziemlich das Gleiche und doch konstruieren sie ihre Wege anders. Ich meine, ich bin ja nun nicht der Einzige, pardon, die Einzige, die ja nun von Supraflüssigkeit und von Oberflächenspannung schon mal was gehört hat. Das haben viele. Und viele Astrophysiker sind dabei, sich den Kopf zu zerbrechen, was es so heißen könnte. Ganz einfach. Es ist dein Bewusstsein, welches dich in das nächste Bewusstsein lenkt. Es war nie anders. Dein Bewusstsein ist es, was dich wieder in ein höheres Bewusstsein hebt. Es sei denn, du bleibst in den Tiefen stecken oder möchtest doch lieber etwas weiter nach unten. Einige Menschen haben das getan. Ich meine, so jemand wie Isaac Newton hatte ja wirklich ein fabelhaftes Bewusstsein für Physik. Keine Frage. Aber an anderen Stellen haperte es. Ich bin in Physik nie eine große Leuchte gewesen, kann man nicht sagen, aber ich habe sie verstanden. Aber es reichte immer nur zu einem, naja, geht gerade noch so, mehr schaffte ich nicht.
Aber immerhin, das Wesen der Physik habe ich verstanden. Trotzdem würde ich mit meinem heutigen Verständnis von der Physik, das ich von überall her bekommen habe, im Mittelalter ein echter Crack sein. Also wir scheinen oft Stellen aufzusuchen oder Bewusstseinszustände aufzusuchen, die unserem weit hinterherhinken, also die unter unserem Bewusstsein weit hinterher sind, also wir dem Bewusstsein der anderen weit voraus sind und wir sie auf einem bestimmten Themengebiet wirklich enorm beeindrucken können, werden wir es auf anderen überhaupt nicht hinbekommen. Und ich bin nun mal der Meinung, dass es einem Menschen selbst überobliegt, die eigenen Maläschen, die eigenen Schwierigkeiten in sich selbst aufzulösen. Wer denn sonst? Ich habe davon gesprochen, dass wir alle ein Dual haben. Das haben wir tatsächlich. Das Dual ist von uns dann eben ganz, ganz perfekt und ganz großartig. Aber es wird nun nicht gerade meine eigenen Probleme auflösen. Und manchmal ist das auch in meinem Fall etwas schwierig gewesen, weil ich zwar weiß, ich bin sie haben Duales, man weiß das Licht, ich bin Energie, also offenkundig sind wir zusammen Licht, Energie. Und das funktioniert ja auch ganz wunderbar. Ich muss mich nur darauf konzentrieren, dass ich weißes Licht bin. Aber dann müsste ich mich auf mein Dual konzentrieren, denn der ist das Licht von uns beiden. Ich bin die Energie. Andererseits habe ich ein Bewusstsein und ich habe einen Kopf zum Denken. Und mir dämmert, dass sich das in etwa so aufteilt. Ich bin Energie, also solange ich lebe, bin ich die Energie, mein Dual ist das Licht. Aber ich muss, um das Licht meines Duals empfangen zu können, ebenfalls Licht sein. Das funktioniert nur auf einer gemeinsamen Basis und auf einer gemeinsamen Ebene. Auf der Ebene, wo mein Dual ganz oben wäre und ich da irgendwo ganz unten, funktioniert die Kommunikation nicht. Mit anderen Worten, ich würde mein Dual überhaupt nicht verstehen. Und das wäre schade, denn so kriegen wir keine Zusammenarbeit hin. Abgesehen davon, dass wenn die Zusammenarbeit so weit gediehen ist, dass du nicht nur lose mit deinem Dual irgendwie verflochten bist, sondern du bist mit ihm zusammengewachsen, du bist geradezu mit ihm verschmolzen, dann wird aus dem Wir ein Ich. Mit anderen Worten, erstmal seid ihr hier beide am Start oder seid immer zusammen, klar, ihr lebt euer Leben immer zusammen, das geht gar nicht anders. Du ein Dual, ihr seid eins. Und irgendwann wird dann aus dem Wir ein Ich. Das heißt, immer dann, wenn du sagst, ich habe Hunger, ich will was essen, dein Dual ist mit. Wenn du sagst, auch jetzt will ich spazieren gehen, dann geht ihr beide spazieren, aber dein Dual und du, ihr seid so miteinander verflochten, dass ihr zu einer einzigen Person geworden seid. Nur einer davon ist wirklich strahlendes weißes Licht. Mit anderen Worten, es übernimmt deine Lichtstärke mit. Und wie schon oft gesagt, deine Lichtstärke löst alles auf, was dein Licht jemals verdunkelt hat. Und damit gräbst du dir sozusagen in diesem ganzen gigantischen Tunnelsystem, in dem wir alle leben, deinen Weg in ein neues Bewusstsein, in ein freies Bewusstsein. In ein Bewusstsein, was dich nicht mehr nötigt, allen anderen irgendwie Schwierigkeiten zu machen, oder in ihnen Zweifel zu sehen oder in ihnen Angst zu erzeugen oder sowas. Ich mag mich ja gerade ein bisschen vor einer Viertelstunde darüber lustig gemacht haben, dass jemand sagt, ja wieso, was ist denn, wenn ich sterbe? Aber wenn Jesus in mir lebt, ja, dann lebe ich ein bisschen weiter. Das ist die pure Angst vom Tod. Das ist die pure Angst von ihm, etwas könnte zu Ende sein. Er hat die Endlichkeit oder die Unendlichkeit seines eigenen Seins doch gar nicht begriffen. Es wird ihn immer geben. Es wird ihn immer geben, ganz egal in welchem Zustand. Er wird immer da sein. Er hat ein ewiges Leben, das haben wir nämlich alle. Alles, was existiert, lebt ewig. Das haben wir eine Weile nicht gewusst und darum hatten wir auch so eine Angst. Und darum war auch die Idee, das habe ich aus einem Film damals, so ein Klassiker, Jesus von Nazareth, glaube ich, wo dann jemand dann sagte, ganz ergriffen: Ich weiß, dass du Gottes Sohn bist, der gekommen ist, um uns das ewige Leben zu geben. Als würde sie was anderes haben als ein ewiges Leben. Das weiß ich heute im Jahr 2023. Das wusste ich aber im Jahre, was weiß ich, 20 nach Christus nicht. Okay. Allmählich verstehen wir es ja. Und die, die es nicht verstehen, ja, sorry dafür, da müsst ihr in dem einen Bewusstsein bleiben. Ich kann nur das erzählen, was mir der gesunde Menschenverstand eingibt. Ich kann nur meine Beobachtungen hier teilen. Mehr nicht. Und ich sage dir, dass du das sehr schnell raushaben wirst.
Du bist gerade dabei, dir den deinen kristallaren Raum wieder zu erobern. Deinen eigenen. Den man dir durchaus nicht weggenommen hat. Aber der ein bisschen vollgestellt war. Ein bisschen sehr vollgestellt. Ein bisschen sehr vollgestellt. Und als ich gerade eben dieses Bild von Dalí zeigte, die Geburt des neuen Menschen, der sprengt natürlich auch tatsächlich alle Rahmen und er sprengt sogar die Erde, so wie wir sie bisher kannten. Dabei bleibt die Erde für dich stehen, aber wir uns selber, bei uns verschieben sich die Grenzen, bei uns verschieben sich die Wichtigkeiten. Auf einmal sind Dinge, die vorher unglaublich wichtig waren, völlig obsolet, völlig uninteressant. Aus diesem Grunde wäre es günstig, dass du verstehst, was dein Leben hier genau soll, was du genau in diesem Leben hier zu tun hast. Und wenn du ein bisschen weiter bist, hörst du auf, allen anderen deine Schwierigkeiten vor die Tür zu stellen. Sie können nichts dazu. Anzeiger sind Anzeiger, Wegweiser irgendwo abzumontieren, weil mich der Weg dahin nicht mehr interessiert, ist maßlos unfair. Alles ist irgendwie ausgeschildert. Und nur weil ich nicht nach, was weiß ich was, in irgendeine Stadt will, sondern nur weil ich nicht nach Innsbruck will, hat es für mich wenig Sinn, die Wegweiser, die nach Innsbruck zeigen, abzumontieren. Und das müssen wir auch nicht. Wir müssen uns nur nicht nach den anderen Sachen richten. Und Wegweiser sind auch wirklich nur Wegweiser, ungefähre Richtungsanzeiger. Ich meine, wenn ich in eine Stadt will, wie zum Beispiel Mainz, ich will also nach Mainz und habe auch die Adresse eines guten Freundes und da will ich auch hin. Und dann starte ich von irgendeinem Punkt, was weiß ich, was Norddeutschland. Dann ist Mainz ja irgendwann ausgeschildert. Oder meinen wir auch einen Hauptbahnhof. Mainz hat einen Hauptbahnhof und dann kann ich auch dahin fahren. Aber die genaue Adresse meines Freundes, wo ich da wirklich hin will, sollte ich schon kennen. Damit ich auch wirklich an die richtige Tür komme. Außerdem haben nicht gerade wenige ein Navigationssystem im Auto, praktisch alle. Und ihr wisst genau, dass man, wenn man irgendwo in eine andere Stadt will, man gibt einfach die Adresse ein und dann wird man da ja hingeleitet. Und wenn du die Adressen eingibst, dann weißt du auch, am Anfang, wenn du dabei bist, das einzugeben, erstmal die Stadt und dann noch die genaue Adresse, dann erscheinen ja, bevor man das da richtig ausgeschrieben hat, diverse Vorschläge. Alle Buchstaben sind vorhanden. Bis man angefangen hat, sagen wir mal die Berliner Straße, bis man das dann ausgeschrieben hat, dann bleiben ja mit jedem Buchstaben immer weniger Buchstaben übrig, weil es nicht mehr allzu viele Buchstaben gibt, die noch eine andere Adresse ergeben können. Das wissen wir doch. Das kennen wir doch, so ein Navigationssystem. Dann denke ich mal, ist das sehr leicht herauszukriegen, dass das mit unseren Gedanken ganz genauso ist. Je weniger Gedanken du von etwas denkst, was dich belasten wird, desto weniger erscheint es als Möglichkeit auf deinem Bildschirm. Und ich glaube nicht, dass das so schwer zu verstehen ist. Und ich glaube auch nicht, dass die Verantwortung, die dann jeder Mensch für sich selber hat, dass sie so schwer nachzuvollziehen ist. Und wo wir gerade bei der Oberflächenspannung und Superflüssigkeit und sowas alles waren, allmählich verstehen wir auch, was das mit diesem gigantischen Netz hier genau zu tun hat. World Wide Net war schon ganz, war schon ganz, 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 ganz guter Name. Ganz guter Name. World Wide Net. Ja, ein weltweites Netz. Da ist schon was dran. Und jetzt sage ich es noch einmal, was ich vor ein paar Tagen gesagt hatte. Es ist ein Unterschied, ob ich sage dir etwas, oder ich sage dir etwas und meine dich. Wenn ich dich meine, rücke ich in unmittelbare Nähe von dir. Das ist hier jetzt ein bisschen schwierig, weil wir uns nicht persönlich kennen und das ist sicherlich auch in den meisten Fällen auch sehr gut. Aber trotzdem, du musst genau wissen, wo du mit was landen wirst, wo du genau, wo was dich genau wohin hin katapultiert. Das musst du verstehen, weil es sind deine Gedanken, jeder einzelne, der dich von etwas weglenkt und von uns zu etwas hinbringt. Und das ist ganz allein deine Entscheidung.
Du kannst andere dafür nicht verantwortlich machen. Zu sagen, ich bekomme aber wieder mein Bewusstsein, ich gehe wieder mein kristallklares Bewusstsein, klar. Dass ich beanspruche hier mein kristallan, beanspruche hier meinen eigenen Raum. Kristallarer Raum, das heißt, also Stellar, wissen wir, das ist Stella, das ist einfach der Stern, die Sterne. Und Christ heißt einfach, das ist, kommt vom Kristall. Und das heißt immer Reinigung. Und dein Raum, das ist da, wo du lebst, deine Umgebung, dein ganzes, ja, ne, dein Ich. Und deine Zeit. Dein Raum. Und ich denke, dass wir das durchaus verstehen können. Das haben wir so ehrlich gesagt schon von dir anverstanden. Wir haben es noch nicht begriffen, was wir genau damit meinen. Die Idee, dass Zeit den Raum krümmt, das kam ja nun von Einstein, inspiriert von Einstein, der dann ja auch gleich die Berechnung dazu startete. Aber es war schon vorher im Gespräch, weil gesagt worden ist, aber irgendwas muss doch da sein, was in irgendeiner Weise den Raum krümmt, weil sonst wäre es ja überall gleich hell. Versteh mich bitte recht, die Sonne scheint, das wissen wir. Aber Licht verstreut sich ja nach allen Himmelsrichtungen. Warum ist es denn dann nicht überall gleich hell? Und wieso gibt es überhaupt so etwas Ähnliches wie Tag und Nacht? Und wieso geht die Sonne überhaupt auf? Wenn die Sonne so wahnsinnig viel Licht hat und so wahnsinnig viel scheint, dann müsste es doch überall hell sein, argumentierte man vor 120 Jahren ungefähr. Es muss doch irgendetwas geben, was das Licht verstellt. Und dann kam Einstein mit seiner Relativitätstheorie. Und allmählich verstanden wir, die Zeit krümmt offensichtlich den Raum. Und offenkundig sind es die einzelnen Prozesse, die den Raum krümmen. Je mehr, desto mehr wird es gekrümmt. Darum verläuft auch die Zeit in einer massereichen Umgebung ein Tick langsamer als ganz oben auf dem Kilimanjaro, da wo es wunderbar klar ist. Da verläuft die Zeit viel schneller. Das hat man gestoppt bei den Pyramiden. Die Zeit am Fuße einer Pyramide verläuft erheblich langsamer, nicht erheblich, aber auf jeden Fall messbar langsamer als da oben auf der Spitze. Kein Wunder. Dort sind die meisten Steine und da sind auch die meisten Menschen. Und in einer Großstadt in Kairo, auf dem Markt, verläuft die Zeit auch langsamer als irgendwo mitten in der Wüste. Und Zeit hat was mit Raum zu tun. Je mehr du sagst, dass du das kristallweiße Licht deines eigenen Bewusstseins bist, desto mehr öffnest du dir den Raum, den Weg dazu. Das heißt, die Hindernisse verschwinden, weil sie in deiner Umgebung nicht mehr da sein können. Und das ist etwas, was wir wirklich verstehen sollten. Und da wir nun mittlerweile nicht nur in vielen, vielen Orten viele, viele Menschen haben, die sich noch nicht einmal mehr verstehen können, es ist so ähnlich wie das Geschnatter von Babylon, der Turm zu Babel, weil wir die Menschen, die sich untereinander überhaupt nicht mehr verstehen, dann sollten wir wirklich schleunigst anfangen zu begreifen, dass ein klares Bewusstsein auf jeden Fall dazu führen würde, dass, auch wenn wir alle etwas Unterschiedliches meinen, uns auf jeden Fall nicht mehr mit irgendetwas belasten würden. Ich hatte ja gestern gesagt, oder vorgestern, wenn man begreift, dass es um das eigene Bewusstsein geht und dass das eigene Bewusstsein auch die Umstände hervorbringt, in denen man dann lebt, dann tut man nie wieder irgendetwas, was einen beschweren würde. Man tut es deshalb nicht, um sich selbst nicht zu belasten. Wenn man einmal begriffen hat, dass ich niemanden etwas vorwerfen kann, sie kritisieren kann oder sie beschimpfen kann oder wie auch immer, ohne mich dann nicht selbst auch zu belasten, dann tut man das auch nicht mehr. Ich werde noch sehr, sehr oft von etwas belästigt, was eigentlich längst weg sein müsste. Wo ich auch sage, das kann nicht mehr angehen. Das darf auch nicht sein.
Und ich bin mittlerweile auch zum Schluss gekommen, was soll ich denn auch, der Körper nervt mich sowieso nur und alles andere auch. Also ich komme besser ohne diesen ganzen Mist hier klar. Aber den Mist aufzulösen, darum ging es ja. Und dass es auch keinen Sinn hat, es allen anderen in Rechnung zu stellen, ist mir auch klar. Und wir sollten tunlichst, wir tun gut daran, dafür zu sorgen, dass wir sehr schnell dahinter kommen. Dass die meisten Menschen sehr schnell dahinter kommen. Darum habe ich gestern auch gesagt, Menschenskind, nochmal, wenn du Begeisterung, es geht, noch mehr Videos von irgendeinem Jesus Christus liebt dich ja so, brauchen wir nicht. Dafür haben wir genug. Und wir wissen, glaube ich, wenn wir uns die vergangenen Jahrhunderte angucken, wohin das geführt hat. Der ganze Ärger kam nur daher, dass Christus zwar ein sehr weites Bewusstsein hatte, aber noch nicht zum letzten Quäntchen kam. Sonst hätte er am Kreuz sich geröchelt, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Sondern er hätte sich fragen müssen, warum hat er sich denn so dermaßen verlassen, dass er am Kreuz geendet ist. Denn die Idee, dass jemand für die Sünden der Welt stirbt, ist völlig absurd. Und auch ziemlich blödsinnig. Aber es ist etwas, was den Menschen sehr oft gefällt. Also tickern sie alle Christus hinterher. Oder sagen wir mal, sie hoppeln nicht Christus hinterher, sondern einer Idee von einem Sündenbock, der für sie die ganzen Probleme auflöst. Aber ohne ihre eigene Beteiligung geht das nicht. Wenn sie sich 100-mal dagegen sträuben und die Beteiligung sieht nicht vor, dass sie alle da vor irgendjemandem zu Kreuze kriechen. Wenn das nicht begriffen wird, haben sehr viele Menschen ein Riesenproblem. Denn sie müssen sich stets angucken, was denken sie nun genau und warum. Du kommst nach einer Zeit in ein Bewusstsein, in dem es nur interessant sein wird, was du bewusst denkst, nicht mehr das, was du unbewusst denkst. Ich hatte vor ein paar Jahren mal gesagt, oder vor ein paar Wochen mal gesagt, es steckt immer noch ein Gedanke hinter einem Gedanken. Das tut es. Man denkt selten etwas, ohne nicht, dass man dann noch irgendwas mit bezweckt oder dass man hier damit irgendwas erreichen will. Und das muss nicht unbedingt mit dem vorherrschenden Gedanken was zu tun haben. Aber irgendwann befreist du dich so weit, dass es nicht mehr auf den Gedanken, auf die unbewussten Gedanken, die du jemals mal irgendwann gedacht hast, ankommt. Jetzt geht es nur noch darum, wofür du dich bewusst entscheidest. Und damit kappst du die Verbindung zu all dem, was vorher mal gewesen ist. Das ist auch nötig, denn sonst kannst du von einem kristallklaren Bewusstsein nur träumen. Ganz zu schweigen von einem kristallaren Bewusstsein. Du bist immer noch in einem stellaren Raum, das schon. Das muss ich dazu sagen. In einem stellaren Raum seid ihr alle. Da sind wir alle drin. Die Frage ist nur, ist es klar oder nicht? Ist es behaftet mit allen möglichen Schwierigkeiten oder nicht? Haben wir irgendwelche Probleme, ja oder nein, und welche, und sind die leicht zu lösen und so weiter. Und weiß man, wo der Pfeil in seinem Computer ist oder nicht? Zu fassen, ich suche ja gerade meinen eigenen Pfeil, um das Ganze hier zu enden. Mehr kommt da eigentlich nicht. Du kannst mir jetzt nur noch bei der Suche nach meinem Pfeil zu sehen. Ach, da, ja. Aber ist klar, ne? Also je weniger belastet du bist, desto freier ist natürlich dein Leben. Aber es geht eben auch um ein kristallere Bewusstsein. Dass du wieder dein Tunnel sozusagen, dein Weg wieder freiräumst zu deinem eigenen Bewusstsein, was nur du haben kannst. Alle anderen haben ein ähnliches, vielleicht sogar ein sehr, fast haarscharf gleiches, aber es ist nicht dasselbe. Und du kannst immer nur in dein eigenes Haus zurück, also in dasselbe von dir. Die anderen können das Gleiche, aber nicht in dasselbe. Das machte uns die Sache so schwer. Dass wir immer glaubten, dass wir dann nur an irgendeinen Messias glauben mussten. Aber dieser Gedanke ist mittlerweile dermaßen obsolet, dass wir uns davon, glaube ich, allmählich verabschieden können. Das müssen wir auch. Tja, 2023, die ersten Menschen schlüpfen aus dem Ei. Das Bewusstsein kommt allmählich. Es gibt einige Menschen, die wollen noch schnell Punkte sammeln, indem sie ganz schnell davon die Menschen überzeugen wollen, dass sie mal ja an Christus, Jesus am Kreuz glauben sollen und schnell von, und sich ganz kurz angucken, was Paulus und Petrus und was weiß ich, was alle gesagt haben. Ich möchte euch sagen, dass diese Menschen alle in einem anderen Bewusstsein lebten. Ich kann ihnen das, was sie damals dachten und sagten, nicht übel nehmen. Wäre ich an deren Stelle gewesen, hätte ich genau dasselbe gedacht. Aber wir sind nun mal schon etwas weiter. Das sind wir unter Garantie.
Die Frage ist, ob du deinen Raum beanspruchst oder ob du es mit lauter Bibeltexten füllst. In der verworrenen Idee, dass du dann gerettet wirst. Du wirst nicht sterben, das natürlich nicht, keiner stirbt. 100.000 Tote im Jahr und keiner stirbt. Ganz einfach deshalb, weil das Leben mal unendlich ist. Wir haben immer nur Atempausen. Das Leben, die Vorstellung vom Leben ist doch nicht, dass es mal irgendwann aufhört. Die Vorstellung vom Leben ist, dass es immer weitergeht. Wir können uns immer mal eine Auszeit nehmen. Das können wir dazu. Das tun wir dann auch. Es gibt Menschen, die sind im 15. Jahrhundert gestorben und kamen im Jahr 3000 auf die Welt. Aber das ist sehr selten. Eine Fulguration ist selten. Eine Fulguration ist eine Blitzgeburt. Das heißt, auf einmal fällt uns da wirklich alles von der Seele, was uns jemals bedrückt hat. Und ja, juhu, der neue Mensch ist da. Aber das ist eher selten. Es muss erzeugt werden. Wunder gibt es nicht. Auch wenn wir das oft sagen, es gibt Wunderheilung oder so. Nee, das gibt es nicht. Das Einzige, was es gibt, ist ein kontinuierliches auf etwas zuwandern, was man dann anschließend naturgemäß vorfindet. Und wenn du immer wieder sagst, ich bin das weiße Licht meines Denkens, dann wird dein Bewusstsein natürlich frei. Und dann findest du bestimmte Sachen, die dich vorher gequält haben, nicht mehr vor. Das ist kein Wunder, das ist logisch. Und ich halte viel von Logik. Wenn es immer noch Menschen gibt, die es lieben, sich in irgendwelchen Debattierclubs da wieder anzufinden, ob es dann vom Fernsehen übertragen wird oder nicht, sich dann die Köpfe reißt zu reden und sich dann zu überlegen, wer wohl recht hat. Ihr kriegt verdammten Ärger. Christus Bewusstsein zu haben, heißt nicht, ein kristallklares Bewusstsein zu haben, und das solltest du aber bekommen. Christus Bewusstsein heißt offensichtlich, dass man leiden muss. Offenkundig mussten wir unter Beschwerlichkeiten aus unseren Schwierigkeiten raus. Ja, das schon. Aber meines Wissens muss man dafür nicht gekreuzigt werden. Die Frage ist jetzt, ob du verstehst, was du hier in diesem Leben zu tun hast und was du hier überhaupt willst. Und warum du diesen Wortort hier aufgesucht hast. Von ungefähr bist du hier nicht. Mit anderen Worten, den Energiestrom hatte ich hier nun genau hierher gespült. Die Frage ist, warum und wieso und was du hier genau zu tun hast. Einverstanden. Aber es gibt keinen Grund. Deshalb sich sofort sozusagen den Kopf in den Sand zu stecken oder sich nur noch mit Schuld zu werfen, zu behäufen. Mir sind gerade Selbstmörder eingefallen. Also wenn du dich unbedingt umbringen willst, dann tust mein Ding, aber das Ding ist, dass du damit ja deine Probleme nicht auflöst. Also von daher lass diesen Quatsch. Was du wirklich brauchst, ist eine Reinigung, eine Reinigungsformel. Eine, die deinen Raum erstmal wieder klärt. Und auf jeden Fall deine Gedanken erstmal wieder freikriegt. Ich habe einmal was von Buchstabenformeln gehört und dass man dann immer wieder Buchstaben sagen soll oder so etwas. Die haben auch Sinn, in gewisser Weise, weil sie den Gedanken erst einmal von wirklich schweren Gedanken erstmal wegtragen. Es gibt eine DSS-Formel, die soll sehr wirkungsvoll sein. Wenn man immer wieder sagt DSS, DSS, DSS und das ganz schnell, so DSS, DSS und so weiter, dann soll das erstmal den Raum, in dem man ist, klären. Soll auch gut sein, sich das so vorzustellen, zu Buchstaben. Ich glaube, es gibt auch die NM-Formel und OM-Formel oder wie auch immer. Aber Formeln ist eigentlich eine ganz gute Sache. Denn solange du dabei bist zu formeln, fängst du nicht an, wieder andere zu klagen oder dich über irgendwas zu beschweren. Abgesehen davon, dass jeder Buchstabe natürlich eine Schwingung hat. Aber wir können auch genauso gut sagen, wir sind das kristallweiße Licht unseres eigenen Seins. Und das immer wieder zu sagen, heißt auf jeden Fall, dass du dein Bewusstsein von anderen Sachen freikriegst. Und um dein Bewusstsein geht es doch. Tja, das kannst du jetzt verstehen oder auch nicht. Ich sage dir nur, es hat irgendwann keinen Sinn, sich immer wieder hinter Muttis Schürze zu verstecken. Und genau das tut ihr offenkundig mit Jesus Christus. Aber wie versucht ihr euch immer noch unter sein Kreuz dafür zu versammeln, in der verworrenen Idee, dass er euch da von allen da frei hält. Das ist völliger Quatsch. Aber eines kann ich dir sagen, solltest du gerade Schwierigkeiten haben,
Dann schrei nicht wie Jesus nach deinem Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Nee, schreie, dann rufe auch mal. Himmel, Donnerwetter, warum habe ich mich denn hier verlassen? Ich hol mich doch hier raus. Und genau darum geht es. Warte nicht darauf, dass dein Gott dich hier raushilft, dass dir ein Gott hier raushilft. Aber du holst dich hier raus. Unter Zurücklassung aller Drohungen oder Schmerzen oder Blockaden. Diese Freiheit hast du. Diese Freiheit nehme ich mir. Aber dafür brauche ich keine Kreditkarte. Ich danke dir fürs Zuhören. Und ich danke dir für dein Verständnis. Für dich selbst. Alles Gute.